Ihr Lieben, ich habe ganz viel Resin gegossen. Das sind ganz, ganz viele Formen. Und ich wollte jetzt mit euch ein Pop-out machen. Dafür hole ich euch einfach mal näher ran. Genau. Ich würde einfach sagen, wir legen mal los. Nicht lange schnacken. So. Dann muss ich das so machen, dass ihr das auch seht. Oh ja, das ist eine schöne Farbe. Hier habe ich einmal ein Schleifchen gemacht in Grün. Das werde ich noch ein bisschen zurechtschleifen. Das ist ein bisschen über die Form gelaufen, aber das ist nicht schlimm. Das kann man auf jeden Fall schleifen. Hier kommt noch ein grünes Schleifchen. Oh, der grüne Farbton ist so schön. Guckt mal. Auch total niedlich. So, jetzt habe ich hier, nee, das warte ich noch. Ich mache erst den hier. Die habe ich jetzt einfarbig gegossen. Hier einmal so ein kleines Eis. Und hier habe ich ein kleines Kaninchen. Kann man super mal nehmen, auch als Mini-Schlüsselanhänger. Ne? Da noch ein paar Äuglein drauf. Und fertig ist es. Ne? Die Schleife vielleicht noch ein bisschen farbig anmalen. Mal gucken, was ich da noch draus mache. So, hier habe ich noch eine Feder. Schade, die sollte eigentlich da oben eine Öse haben, aber das hat leider nicht funktioniert. Das ist eine Form, die ich mir selber abgeformt habe aus einem Metallcharme. Ich denke, dafür ist die aber ganz gut geworden. Dann schleife ich da oben diese misslungene Öse ab und dann kann man das auch als Deko irgendwo mit drauf kleben. So, hier kommen wir jetzt mal zu mehrfarbig gegossen. Ich bin gespannt. Oh ja, toll. Guckt mal. Das ist doch mal Hammer geworden. Habe ich auch selber abgeformt. Aus einem Flatbag. Und ich bin richtig glücklich, dass das so gut funktioniert hat. Spitze. Hier haben wir dann auch was ganz Interessantes. Ja, okay. Ist ein bisschen, ich muss es ein bisschen bearbeiten. Aber auch das ist aus einem Flatbag. Habe ich das abgeformt. Guckt mal. Das ist doch wohl niedlich, oder? Also ganz, ganz toll. Natürlich muss ich den Rand ein bisschen schleifen. Man sieht auch hier vorne das Weiße durch. Da ist die Form nicht ganz voll gewesen mit dem Braun. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich finde, dass man darf das ruhig mal sehen. Ja, cool. Sowas habe ich jetzt auch hier noch in der Richtung. Ich weiß, dass da ein Fail passiert ist. Auch das muss ich noch ein bisschen bearbeiten. Aber sonst ist es auch ganz cool. Generell sollte der Hut ganz in lila sein, aber mir ist leider ein bisschen braun von den Haaren da reingelaufen. Aber ich finde, so schlimm ist das gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass das schlimmer aussieht. Und auch hier muss ich das Weiße halt alles so ein bisschen wegmachen, wegfeilen. Aber das ist kein Problem. Das mache ich bei Gelegenheit auch. So, das war das. Dann habe ich hier wieder zwei Schalen gegossen. Die wollte ich auch gerade noch mit euch raussuchen. Hoppala. Ja, das geht ein bisschen schwierig diesmal. Hoppala.
So, jetzt. Oh ja, toll. Schaut mal. Diese Färbung ist ja mega schön. Cool. Und auch, wie ihr seht, die ist hochglänzend, ne? Aber die ist schön geworden. Hinten. Also unten kann man ein bisschen durchschauen. Das ist nicht dünn oder so. Ich habe das nur nicht so ganz opak gegossen. Das wollte ich so haben. Aber die ist schön geworden. Also hier einmal die große. Ja, die kleine ist ein bisschen, ja, abgegrenzt geblieben mit dem Blau. Aber auch das ist nicht schlimm, weil man sieht ja, dass die beiden zusammengehören, weil das die gleichen Farben sind. Auch hier werde ich dann noch ein bisschen hier diesen kleinen Rand wegfeilen. Und ja, dann sind die beiden auf jeden Fall schon fertig. Ja. Wer Interesse hat, darf sich gerne dafür melden. Ich werde sie auch in Facebook-Gruppen setzen. Ich kann natürlich auch, wenn ihr sagt, ihr möchtet ganz spezielle haben in speziellen Farbtönen, schreibt mich einfach an und dann kann ich gucken, dass ich das für euch mache. Das sollte nicht das Problem sein. So, hier habe ich dann noch eine kleine Eule in Champagner gegossen. Die letzte, die ich gemacht habe, in dem Orange, die ist super gut angekommen und jetzt habe ich mir gedacht, komm, ich mache mir noch eine in Champagner. Ich bin auch schon überlegen, ob ich mir davon nicht noch ein, zwei Förmchen mache, dass ich mehrere gießen kann, weil die sind echt total niedlich. Mal was Kleines für den Schlüsselbund, ne? So, womit machen wir dann weiter? Ja, wir nehmen erst die hier. Hier habe ich ein lilanes Einhorn gegossen. Oh, das ist natürlich nicht. Ich finde es jetzt nicht schlimm, aber wir haben hier, hat sich ein bisschen das Pigment abgesetzt. Es ist nicht dramatisch, aber es ist jetzt auch nicht so toll. Naja, ist halt so. Es ist Handarbeit, ne? Das muss man ja auch immer sehen. Es ist Handarbeit. Man weiß nie, wie es vorher, wie es dann aussieht nachher. So. Jetzt kommt wieder eine Lieblingsform von mir. Und zwar habe ich hier wieder eine Flosse, Meerjungfrauenflosse gegossen. Und guck mal. Das sieht jetzt relativ bläulich aus, aber es ist lila. Ne? Lila mit einem Blauschimmer drin. Und ich finde das gar nicht mal so verkehrt. Ich finde, das ist gut geworden. Gefällt mir. Die wird auch noch ein bisschen glänzender lackiert. Die werde ich mit Glanzlack besprühen. Dann kommt das auch viel, viel schöner noch raus. Dann habe ich hier, ich habe mal was ausprobiert. Und zwar habe ich diese Form von Doreen Beads. Und mich ärgert es immer, dass da keine Löcher drin sind, also keine Stäbe drin sind innen drin, dass das Teilchen gleich Löcher hat. Und deswegen habe ich mir hier mal einfach gedacht, ich gieße das mal und stecke da ein Halm rein, aber jetzt kriege ich den Halm auch nicht wieder raus. Also das ist definitiv ein Fail. Gerade einmal meine Zange haben, vielleicht kriege ich es dann raus. Ja, jetzt habe ich es raus. Da muss ich mal gucken, vielleicht kann ich das bis auf die andere Seite ein bisschen durchbohren. Das ist jetzt ein Teilchen, was noch ein bisschen gedummt werden muss. Da werde ich noch eine ganz feine Schicht oben drauf machen, dass das Glitzer auch da bleibt, wo es hingehört.
Ja, das mit dem ganzen Glitzer drauf. Mit dem Strohhalm habe ich auch bei diesem Teilchen hier gemacht. Gucken, der ist ein bisschen. Ah, die sind so glitschig, dass man die echt nur mit der Zange rauskriegt. Aber auch da ist es nicht ganz bis unten durch. Ja, das Teilchen an sich ist nicht sehr gut geworden. Irgendwas hat da ganz extrem einen Schleier verursacht. Guck mal. Da ist ein richtiger Schleier drin. Das ist definitiv ein Fail. Das wandert in den Müll. So, dann habe ich hier eine Schleife gegossen. Schön einmal mit Glitzer. Und hinten halt eine weiße Schicht. Die muss noch ein ganz klein bisschen bearbeitet werden. Die scharfen Kanten ein bisschen wegfeilen. Aber ansonsten ist die sehr schön geworden, so wie ich sie haben wollte. Dann haben wir hier noch eine Miezekatze. Genauso wie die Schleife. Einmal hier das in Glitzer vorne und hinten ganz schlicht weiß. Da kommt vorne noch ein bisschen Deko drauf, wie auch bei der Schleife. So. Dann habe ich hier noch einen Schwan. Der ist genauso. Auch vorne Glitzer und hinten mit Weiß. Auch eine sehr, sehr schöne Form. Auch der kriegt noch ein bisschen Deko. Ihr werdet die Teile halt später in einem Craft-Update definitiv wiedersehen. So, hier habe ich wieder meine speziellen Formen gegossen. Und zwar sind drei Stück in Nachtleuchtfarben. Und eine mit UV-Pigmenten. Das heißt, wenn Sonneneinstrahlung kommt, dann verändert es die Farbe. Da werde ich mal gucken, das werde ich euch zeigen. Das ist nämlich die hier, die die Farbe verändert. Ich werde es euch zeigen. Ich mache da noch ein separates Video und lege die mal einmal in eine UV-Lampe. Dann könnt ihr sehen, wie das aussieht. So, jetzt habe ich hier den, der die Farbe wechselt bei UV-Licht. Ich habe mal die Location gewechselt. Na. So, so sieht er dann im Sonnenlicht aus. Und wenn der dann halt aus dem Sonnenlicht raus ist, ihr seht, wird das wieder schwächer, bis er dann wieder durchsichtig ist. Die etwas gelblichen, das sind die mit dem mit dem Nachtleuchteffekt. Ich lade sie mal gerade ein ganz klein bisschen auf. So, und dann machen wir mal einmal ein bisschen dunkel. Guckt mal. Das ist cool. Hinten dann auch mit Weiß. Aber das ist doch wohl Hammer, oder? Also ich finde es cool, definitiv. Also das hier werde ich euch dann einfügen, wie das aussieht im UV-Licht, dass ihr euch das auch vorstellen könnt. So, und jetzt kommt noch eine Form. Dafür hole ich euch noch mal ein ganz klein bisschen raus. Und zwar habe ich hier komplett alle gegossen. Ich habe hier welche mit, ich meine, das ist nachtleuchtend. Ja, ich glaube, das eine. Ich muss jetzt gerade einmal selber schauen. Ja, das leuchtet ganz, ganz leicht. Seht ihr das? Also ganz leicht leuchtet die hier. Ist noch ein bisschen matt. Ist auch so ein bisschen, dass das Schlieren hat. Und das habe ich hinten halt
nachträglich noch beglitzert. Hier haben wir ein ganz klares mit hinten beglitzert. Auf jeden Fall ganz süß. So, jetzt muss ich selber einmal gucken, weil die besten will ich euch zum Schluss aufheben. Hier habe ich einmal, die haben alle so leicht schlierig, was mir bei dem auch nicht gefällt, dass die Federaufkleber sich so gewellt haben. Da muss ich mal gucken, dass ich mir da eine andere Technik für zulege. Eventuell, dass ich halt falsch rumgieße, ne? Aber sonst finde ich das ganz süß. Es ist hochglänzend, das ist das Wichtige. Hinten das Weiß ist beglitzert. Ist ein bisschen Glitzer hinten drin und dann habe ich das Weiß drauf gegossen. Also auch richtig toll. So, dann nehmen wir das jetzt als nächstes. Das ist auch ein Teilchen, was ich hinten noch ein bisschen bearbeiten muss. Aber das ist gut geworden. Oh. Und zwar habe ich da auch Nagelsticker eingegossen. Mit Gold. Das sollte so Richtung Blumenwiese. Und habe dann, bevor ich das Weiß gegossen habe, noch ein bisschen goldenes Glitzer da auch mit oben drauf reingemacht. Also draufgepackt. So, entschuldigt bitte eben, dass ich die Pause drücken musste. Aber hier ging gerade im Haus echt was ab. Also finde ich unmöglich, dass man so mit seinen Kindern brüllen muss. Also hier nochmal. Da waren wir ja gerade. Also das, ich habe das erst in klar gegossen. Da habe ich die Sticker reingelegt. Dann habe ich gewartet, bis das getrocknet ist. Dann habe ich da Goldglitzer mit drauf gemacht. Und dann die weiße Rückseite gegossen. Finde ich echt schön geworden. Also mir gefällt das wohl. Ja. Das wird noch ein bisschen bearbeitet, hinten noch ein bisschen gedomt, weil das ist so, ja, so scharfkantig hinten. Und ich mag da halt nicht einfach so viel wegfeilen, also dome ich das. So, dann geht es hiermit weiter. Hier habe ich noch einen schönen Schmetterlingssticker gehabt, mit Silber foliert. Und da habe ich das halt so gemacht wie bei der Blumenwiese. Also ich habe das erst gegossen, dann habe ich später das silberne Glitzer drauf gemacht und dann im Anschluss direkt die weiße Rückseite. Finde ich auch super geworden. Also ganz, ganz toll. Ist auch einer mit von meinen Favoriten. So, dann habe ich noch was ausprobiert. Ich hoffe, dass die auch was geworden sind, weil ich sehe zwar ein bisschen was, aber nee. Ich weiß gar nicht, waren das auch so Leuchtdinger? Jetzt muss ich gerade mal was überprüfen. Ja, deswegen. Diese Leuchtpigmente kann man hauptsächlich gießen, wenn man da nichts reinmachen will. Weil die geben, wenn ihr hier mal schaut, die geben so ein ganz, ganz schlieren ein bisschen. Ist nicht so toll. Also ich hätte mir jetzt gewünscht, dass es nicht ist. Ja, man müsste halt, wenn man sowas macht mit Sticker drin, erst eine ganz klare Schicht ohne irgendwas. Da legt man die Sticker rein. Dann eine Schicht mit dem Nachtleucht und dann halt, wie ich es jetzt gemacht habe, die weiße Schicht hinter. Ich habe da auch noch ein bisschen Glitzer mit reingemacht, aber man sieht es halt nicht, ne? Naja, ein bisschen schade, aber ist nun mal so. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Sag ich immer. Hier habe ich das gleiche gemacht mit Schmetterlingen. Die kann man aber echt gut erkennen. Finde ich auch ganz niedlich. Da muss ich mal gucken, wie ich das noch weiter bearbeite. Auch halt klare und dann weiß hinter. Ich muss das auch ein bisschen domen. Aber jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob das auch eins war, was leuchtet. Ja. Guck mal.
Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Also das leuchtet auch etwas im Dunklen. Finde ich auch super. Und das sieht vor allen Dingen auch noch im Hellen ganz apart aus. Und man sieht auch den Glitzer dadurch noch. Also da bin ich mit zufrieden. Gefällt mir besser als dieser hier. So, und jetzt kommen meine Schmuckstücke, hätte ich beinahe gesagt. Wir fangen mal mit klein an. Alle, die jetzt auf Einhorn stehen, die werden schreien Juhu. Und zwar habe ich so süße Transparenzsticker als Einhorn. Und die habe ich halt auch passend da reingegossen. Ja, ich hoffe, ich kann das jetzt gerade noch zu Ende führen. Nein, ich muss gerade einmal ganz kurz Pause machen. Ihr werdet davon nichts merken, aber meine Cam ist der Akku leer. Bis gleich. So, dann machen wir jetzt gerade weiter. Ich habe ein bisschen geladen. 4 Stück sind ja noch. Und dann gehen wir mal an den hier. Als Tropfenform. Auch mega, mega schön. Hätte ich das gewusst, dass die so schön sind, hätte ich mir da bei Ali von diesen Stickern garantiert noch mehr bestellt. Ich war jetzt enttäuscht, wo die kamen, weil die echt nicht toll aussehen auf dem Stickerbogen. Die sind einfach nur auf Folie und da muss man sich die ausschneiden. Hier dann der nächste, auch total schön. Ich bin begeistert. Da muss ich doch mal gucken. Ja, man muss sie sich halt ausschneiden und ja, das hatte mich ein bisschen abgeschreckt, die zu verwenden. Aber diesmal habe ich mir gedacht, so jetzt oder nie. Hier dann einmal so ein Einhornkopf. Die sind alle hinten mit weiß. Die werde ich noch alle dom, weil ja. Oder feile ich die nur? Ach, ich weiß noch nicht. Vielleicht, es kann auch sein, dass ich die nur feile und dann noch mal lackiere. Lasst euch einfach überraschen. So, und jetzt kommt. Oh, der ist schön. Guckt euch das mal an. Der ist doch wohl traumhaft, oder? Mega toll. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob die bei Ali die Sticker doch noch haben. Weil die sind wirklich schön. Cool. Ich bin zufrieden. Jetzt hole ich euch mal wieder ein bisschen weiter raus. Reiche Ausbeute. Ne? Besser kann es gar nicht sein, eigentlich. Die werde ich jetzt alle so nach und nach noch bearbeiten. Und dann werdet ihr sie in einem Craft-Update noch sehen. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis ich die Zeit habe. Dann werde ich die fertig machen. So, bis dahin, ihr Lieben, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.